Gut, dann herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel morgen bei der zweiten Mannschaft von Freiburg. Dirk, zum ersten Mal in dieser Mannschaft eine U23. Was wird uns erwarten? Ja, auch für mich ein anderes Spiel, Freiburg 2. Habe ich noch nie gespielt in meiner Karriere, dementsprechend auch für mich was Neues. Haben uns jetzt in den letzten beiden Tagen sehr intensiv mit Freiburg beschäftigt und muss sagen, dass es eine richtig starke Mannschaft ist, sehr spielstark, sehr variabel auf ihren Positionen, sehr lauffreudig. Mit Banovic, einem extrem alten, erfahrenen Hasen da in der Mannschaft, der die Mannschaft führt, Roth daneben noch auf der Doppel-6. Das wird schon eine Herausforderung morgen sein für uns. Ich bin der Meinung und glaube auch fest daran, dass wir eine absolute Top-Leistung brauchen, wenn wir dort gewinnen wollen. Und wünsche mir natürlich, dass wir diese auch abrufen können. Aber ich glaube schon, dass wir da richtig gefordert werden und eine richtige gute Tagesform brauchen. Okay, danke Dirk. Tobi, du hast in deiner Laufbahn bislang auch schon das ein oder andere Mal gegen U23-Mannschaften gespielt. Auf was kommt es deiner Meinung nach an morgen? Ja, zweite Mannschaften sind, U23-Mannschaften sind ja immer gut ausgebildete junge Kicker, die noch was erreichen wollen, sehr ehrgeizig. Ich bin jetzt gesagt, super. Gut ausgebildet und ja, ich glaube, wird schon gut daran, wenn wir auf uns gucken, wenn wir wieder alles in die Waagschale werfen und ja, alles reinhauen, was wir haben, um die 3 Punkte zu holen. Ja, ich glaube schon, dass wir dann auch gute Chancen haben, dort zu bestehen. Okay, danke Tobi. Eure Fragen bitte. Personell, alles beim Alten? Ja, Oschel wird wieder dem Kader dazustoßen, aber sonst wird es dann dabei bleiben mit den Verletzten. Gut, bei Kevin müssen wir heute noch, fällt mir gerade ein, noch ein bisschen abwarten. Hat jetzt 2 Tage nicht wirklich trainieren können, hat ein bisschen Probleme an der Patellasehne. Gehe aber davon aus, dass er heute Abschlusstraining mitmacht und dass das dann alles okay ist. Wie konnte Mendy gefallen? Ja, ich glaube schon, dass beim Alex zu sehen war, dass er ein bisschen aus dem Spielrhythmus raus war. Hatte mir eigentlich in dem Spiel, gerade gegen so junge Außenverteidiger von der rechten Seite, aber dann nehme ich auch den Tobi mit ins Boot, ein bisschen mehr erhofft, ein bisschen mehr Durchschlagskraft, gerade in der ersten Halbzeit. Da hätten wir schon das ein oder andere Mal geschickter anstellen können, über die Außen durchzukommen. Über die linke Seite ist das wesentlich besser gelungen im letzten Spiel. Aber wie gesagt, war jetzt seit längerer Zeit vom Alex auch das erste Spiel von Beginn an. Auch was das Thema Abstimmung anging, muss man sich immer wieder neu ein bisschen drauf einstellen. Es war okay, aber es passt auch irgendwo wieder ins Bild, dass er dann die 100%ige Kurzverschluss dann doch liegen lässt und den Torwart da anköpft. Ich glaube, wenn er einen Sahnetag erwischt, dann macht er den rein oder kann man den auch reinmachen. Von daher war es in Ordnung, nicht mehr, nicht weniger. Und für ihn war es, glaube ich, trotzdem wichtig, mal wieder von Beginn an zu spielen, um einfach in den Spielrhythmus zu kommen, weil man schon gemerkt hat, so die letzten 20 Minuten war er schon ein bisschen platt. Ach, ihr seid immer witzig. Ihr fragt immer nach der Startelf. Naja, mit Sicherheit werden wir wieder das eine oder andere überdenken. Aber jetzt jedes Mal mich hinzusetzen und zu sagen, wie wir da was ändern wollen, einen Tag vorher schon, ja, könnt ihr auch weglassen. Gehe ich eh nicht drauf ein. Ja, Ausbleiben war uns fahren. Einer muss ja auch schon mal zurückkommen, das heißt ja, dass einer voll werden. Gut mitgedacht, ja. Es wird einer aus dem Kader des letzten Spiels mit Sicherheit rausrutschen. Ja. Es sei denn, Kevin fällt heute aus, aber da gehen wir mal nicht von aus. Ja, lass uns doch das Abschlusstraining mal abwarten. Ich hau das doch jetzt nicht hier raus und dann verletzt sich einer im Training und dann ist ein Spieler, den ich vorher schon rausgeschrien habe, auf einmal dabei. Funktioniert ja nicht. Du hast den Gegner jetzt einfach für uns überraschend relativ stark gesehen. Wir haben die Ergebnisse abseits vom Heimspiel, die haben gegen Stadtallendorf verloren. Auch eine Mannschaft, die relativ viele Schwankungen noch drin hat. Ja, aber wenn du dir das Spiel Stadtallendorf anguckst, wenn du 80% Ballbesitz hast und durch 2 Standardsituationen einen Torwartfehler davon verlierst, dann hat das einen anderen Wert. Ne? Also wie gesagt, ich habe das Spiel Stadtallendorf und Waldhof Mannheim komplett reingezogen. Und du siehst einfach, dass sie richtig gute Kicker haben. Ja, also sie spielen gut, sehr variabel, sehr lauffreudig, immer wieder mit Positionsveränderungen. Sie machen immer wieder den Flügel beinahe extrem stark, ja, mit 3, 4 Spielern, mit einer Spitze, der immer wieder nach außen kommt. Und ja, wir müssen schon Lösungen finden dagegen. Ja, aber
wenn wir das hinkriegen und wir selber unser Spiel aufziehen können, dann glaube ich schon, dann wird sich Freiburg auch auf uns ein Stück weit einstellen müssen, um da ein paar Löcher stopfen zu können. Tobi, du bist jetzt ein paar Wochen hier, 50 Spiele gemacht. Lass mal so ein bisschen Revue passieren, wie du hier gestartet bist, aus deiner Sicht. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bin mir sehr gut aufgenommen worden von der Truppe, muss ich sagen. Bin hier, denke ich, schon angekommen jetzt in den ersten Wochen. Hab alles gespielt. Klar ist jetzt auch so ein Punkt, wo es körperlich auch, wo es sich bemerkbar macht, auch die 120 Minuten gegen Union Berlin. Aber wenn man die Punkte holt, dann ist eigentlich immer alles gut. Sicherlich nicht alles, aber für einen persönlich geht es dann sicherlich immer ein Stück einfacher voran. Und jetzt gegen Völkling, klar habe ich da nicht mein bestes Spiel gemacht, aber letztendlich haben wir 3-0 gewonnen und gucken jetzt auch schon wieder nach vorne, nach Freiburg. Und wir haben was vor dieses Jahr. Ich glaube, das merkt man auch in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Und ich möchte einfach dann mithelfen und meinen Teil dazu beitragen. Was hast du zur Anstoßzeit 18 Uhr in der Woche? Das ist ja für einen Verein, der Zuschauer mitbringt, so wie der Rest jetzt in der Runde, doch ein bisschen auch Nachteil, dass du nicht mit 6, 7, 800 dorthin fährst. Ja, gut, das können wir jetzt nicht groß beeinflussen. Wir müssen unser Spiel spielen. Egal, ob da jetzt 400, 500, 600 mitkommen, klar würden wir uns auch freuen, wenn da der Block wieder richtig voll ist. Aber ich glaube, über die Unterstützung auswärts gerade brauchen wir uns nicht beschweren. Ja,